Hallo alle zusammen da draußen. Ich hoffe, euch allen geht es super und heute wollte ich euch sagen, wozu man diese Essence Eyeshadow Base von der Isle of Stage LE zweckentfremden kann. Als Eyeshadow Base selber verwende ich sie mittlerweile nicht mehr so gerne, weil, wie gesagt, der gewünschte Effekt, dass der Lidschatten länger hält, ausbleibt. Deswegen verwende ich es für zwei andere Sachen und vielleicht hilft dieser kleine Tipp euch weiter, falls ihr auch nichts mit der anfangen könnt. Der erste Tipp wäre, diese Eyeshadow Base als Concealer Base zu verwenden. Diesen Tipp hat uns nämlich eine Mitarbeiterin von Essence gegeben, als wir auf diesem Essence Catrice Blogger Event waren. Die hat gesagt, man kann diese Eyeshadow Base unter dem Concealer auftragen, damit der Concealer besser hält und damit sich der Concealer nicht in die Fältchen unterm Auge setzt. Und das könnt ihr ja mal ausprobieren, ob das bei euch funktioniert. Und das machen wir jetzt mal. Ich muss eben Spiegel. Das kam voll das Chaos wieder hier. So, also ich tupfe da unterm, also hier habe ich noch keinen Concealer aufgetragen. Ich tupfe da blub, einfach einmal drauf und dann habt ihr schon genug, weil davon lässt sich ja ganz, ganz viel auftragen. Da muss man echt vorsichtig sein. Ich verblende das dann unterm Auge. Und das Gute hier dran ist, dass es die Augenschatten beim Auftragen bereits ein bisschen aufhält. Aber es deckt nicht zu stark, was auch gut ist, weil dadurch ist es für mehrere Hautfarben geeignet, weil es sich so dem natürlichen Hautton gut anpasst. So, nun gebe ich wie gewohnt meinen Concealer auf, also drauf. Und diese Technik verwende ich jetzt nicht jedes Mal, nur wenn ich mehr Zeit habe. Und meistens lasse ich mir gerne mehr Zeit beim Schminken, es macht mir so mehr Spaß. Das ist jetzt die Korrekturfarbe, die ich auftrage, weil ich habe von Natur aus, also schon als Kind, sehr starke Augenringe. Viele von euch merken das ja sicherlich. Also ich habe wirklich recht starke Augenringe leider. Und das war jetzt der Concealer, den ich noch drüber gegeben habe. Das klopfe ich noch mit dem Finger ein, damit es perfekt verblendet ist. So. Also wie gesagt, dafür könnt ihr die Eyeshadow Base auch verwenden. Könnt ihr mal ausprobieren, ob es euch was bringt. So, zweiter Tipp. Das habe ich für mich selber rausgefunden. Ich war, hatte ich euch gar nicht erzählt, glaube ich, ich wurde von MAC Cosmetics eingeladen bei dieser Vogue Fashion Night Out. Darüber habe ich gar nicht berichtet bis jetzt, weil ich weiß auch nicht, ob ich das noch nachholen soll, weil ich nicht weiß, ob sich jemand dafür interessiert. Vielleicht mache ich einen Blog-Eintrag drüber. Und dort habe ich mich im MAC Store auch schminken lassen. Und zwar die Lippen habe ich mir rot schminken lassen, professionell von einem Make-up-Artist. Und dort hat sie zuerst Concealer als Base aufgetragen auf meine Lippen. Und ja, damit die Farbe halt besser rauskommt von dem farbigen Lippenstift. Aber ich denke, dass das hier noch besser sein wird, weil das bestimmt dafür sorgen wird, dass die Farbe, die man drauf gibt, noch besser hält und vielleicht auch verhindert, dass es sich in die Lippenfältchen verzieht. Deswegen verwende ich das auch als Lippenbase. Davon reicht auch ein Tröpfchen. Und das verblasst eure Lippenfarbe auch nochmal ein bisschen. Auch eine gute Technik, um Nude-Lippenstifte nochmal super nude rauszubringen, super blass. Weil, falls ihr sehr rote Lippen habt von Natur aus. So. Fühlt sich so ein bisschen, ja, pudrig auf den Lippen an, wenn man es ausgeblendet hat. Jetzt trage ich meine Lippenfarbe auf. Ich nehme von Bobbi Brown das, so dieses Pot Rouge in Raspberry. Das war limitiert, gibt es leider nicht mehr. Auf dem Manhattan Concealer Pinsel, den finde ich voll toll als Lippenstift. Und ich bin ja ein Beauty Freak, der total auf Lip Liner verzichtet. Ich mag das nicht. Also bei dunkleren, farbigen Lippenstiften greife ich dann immer zum Lippenpinsel, um das exakt alles auszumalen.
Lässt sich auch problemlos auf der Eyeshadow Base verteilen, die Lippenfarbe. Und jetzt gebe ich noch einen Lippenstift drüber, weil ja, das Finish ist matt, was ich persönlich nicht so immer gern mag. Und das Lippengefühl von diesen Pot Rouges sind ja, eher so ein bisschen zäh und trocken. Deswegen gebe ich nochmal einen feuchtigkeitsspendenden Lippenstift drauf. Und das ist jetzt einer von Revlon, die Farbe Raspberry auch. Und diese Lippenkombi trage ich am liebsten und die hält auch sehr lange, wenn man es übereinander schichtet. Ach, habt ihr übrigens gesehen? Auf iGlam wurde die Gästeliste veröffentlicht für die Party. Oh! Ich saß ja die Nacht, weil ich wusste, also wir wussten ja alle, die aufgepasst haben, wann die Gästeliste veröffentlicht wird, die ganze Zeit auf, also vor meinem Notebook und hab die ganze Zeit auf Aktualisieren gedrückt, bis die Gästeliste endlich online gestellt wurde. Und ich darf ganze 10 Leute plus 10 Begleitpersonen mitnehmen. Krass, ne? Und das ist noch nicht alles. Also heute, ich weiß nicht, wie lange das läuft, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die angekündigt, dass heute noch jemand gewinnen kann über Pinnwand-Bewerbung. Also kommen noch mehr. Das ist ganz schön krass, wie viele Leute da sind, ne? Die reinste Beauty-Orgie wird das. Ich freue mich schon total. Bin ganz aufgeregt. So, diese Lippenstift-Dreier-Kombo hält super, super gut. Und ich liebe diesen Farbton auch. Voll, voll schön. Mag ich voll gerne. Jetzt habe ich beim Concealer vergessen, das zu fixieren mit einem losen Puder. Und draußen gewittert ist. Nicht so schön. So, und das war auch der kleine Tipp, den ich euch geben wollte für die Zweckentfremdung einer Eyeshadow Base. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich diese Eyeshadow Base dann weiterhin benutzen werde. Vor allen Dingen für die Lippen finde ich das ganz, ganz toll. Und ich finde, es sieht auch viel sauberer aus von den Konturen her und von der Farbleuchtkraft. Ganz, ganz, ganz toll. Mag ich ganz, ganz gerne. So, auf den Nägeln, falls die Frage aufkommt. Diese Kombi trage ich heute zum ersten Mal und ich finde die voll schön, bin voll verliebt. Ich glaube, das wird meine liebste Herbst-Nagellack-Kombi. Und zwar habe ich aufgetragen so einen Burgundton. So ein, halt so ein Weinrot mit einem Pinkstich. Und das von Estee Lauder, ein Nagellack in der Farbe 04, Berry Desire. Und darüber habe ich von Essence diesen Glitzer-Coat draufgegeben. Und das ist die Farbe Time for Romance. Und das sieht halt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, total, total schön aus. Ja, voll, voll schick. Was ich nur nicht mag, ist, dass bei diesem Essence Glitzer Top Coat auch noch so grobe, runde, also so große, runde Glitzerpartikel drin sind. Die finde ich, sehen ein bisschen albern aus. So nur ein feiner Glitzer hätte mir gereicht. Das wäre dann noch schöner, aber so ist auch voll, voll schön. Das trage ich auf den Nägeln. Dann wollte ich euch noch mitteilen, bei uns ist schon im Drogeriemarkt DM die Mademoiselle LE draußen von der Marke Alverde. Und das ist ja das erste Alverde-Design, das hübsch ist. Voll süß, so irgendwie so Babydoll Pin-Up-like mit so einem Schleifchen dran, einem schwarzen. Und ja, rosa mit weißen Punkten. Moment, das ist ein bisschen hell. So seht ihr das besser. Voll, voll süß. Und ich werde noch einen Blogpost drüber machen, da werde ich auch reinschreiben, wie teuer der war. Und es gibt 3 verschiedene Nuancen. Und trage Fotos und Swatches auch auf meinem Blog, werde ich euch in die Infobox verlinken. Und der sieht sehr bräunlich aus. Das ist die Farbe Nude übrigens. Und der sieht sehr bräunlich aus, aber aufgetragen ist der viel blasser. Und vor allen Dingen in Kombination mit meiner natürlichen Lippenfarbe hat er sogar einen leichten Rosastich. Total strange. Also, wie gesagt, Tragefotos könnt ihr euch dann angucken auf meinem Blog, wenn ihr möchtet. Und ja, den wollte ich euch auch noch zeigen. Da gab es noch ganz viele andere Sachen. Ich kann euch von Maggie Mania, die hat eine Komplettübersicht von der LE rausgebracht auf ihrem Blog. Und das kann ich euch auch nochmal verlinken. Da könnt ihr gucken, was es alles sonst noch gibt. Und jetzt fängt es draußen richtig an zu grollen. Ja, und das war auch mein Video für heute schon. Und ja, wie gesagt, ich grüße ganz lieb die Gewinner von der iGlam Party, die mich begleiten dürfen. Ich freue mich total auf euch. 10 plus Begleitpersonen und auch herzlichen Glückwunsch an alle anderen Party-Guestlist-Gewinner von euch. Und ja, ich bin jetzt schon ganz aufgeregt und weiß gar nicht, was ich tragen soll am Samstag. Naja, egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.